wir schauen uns heute die ersten beiden Module an, nämlich den Vorverstärker, Preamp, und den Envelope Follower. Was die beiden können, zeige ich euch jetzt. Der Vorverstärker hat einen Eingang, einen Ausgang und zwei Elemente zur Einstellung der Verstärkung. Ich habe jetzt hier mal ein Dreiecksignal angelegt und wir schauen uns mal an, wie das Ganze am Ausgang aussieht. So, ich habe die Verstärkung nach unten eingestellt, das heißt, unser Signal ist klein. Wenn ich den Range-Schalter höher stelle, kriege ich natürlich eine größere Verstärkung. Und mit dem Gain-Regler kann ich diesen Pegel anpassen. Und zwar auch so weit, bis ich ins Clipping reinlaufe. Das seht ihr hier schön, wie es abgeschnitten wird. Und dann geht auch die Clipping-LED ab. Das war schon die ganze Funktion des Vorverstärkers. Schauen wir uns nun den Envelope-Follower an. Was macht so ein Modul? Abhängig von der anliegenden Eingangsspannung, also der Amplitude meines Signales, erzeugt er mir eine Gleichspannung am Ausgang. So, auf dem Vorverstärker hier habe ich ein moduliertes Signal liegen, eine Stimme, ein Musikstück. Der Ausgang des Vorverstärkers ist defaultmäßig auf den Eingang des Envelope-Followers geschaltet. So, ich gebe das Signal etwas hinzu und wir erkennen hier oben auf dem Oszi die blaue Linie, das ist der Ausgang, folgt der Amplitude meines Eingangssignales. So, wir haben hier aber noch einen zweiten Regler beschriftet mit Gate Level und ein Ausgangssignal, was uns ein Gate erzeugt. Hier oben, die blaue Kurve, ist die von eben, also meine Ausgangsspannung in Abhängigkeit meines Eingangssignals. Mit dem Slider hier lege ich einen Schwellwert fest, an dem ein Gate geschaltet werden soll. So, die gelbe Kurve hier ist jetzt unser Gate-Ausgangssignal. Ich stelle den Regler mal ungefähr in die Mitte. Und ich sehe, jedes Mal, wenn meine Ausgangsspannung diesen Wert überschreitet, wird mein Gate eingeschaltet. Fällt es wieder unter den Wert, wird mein Gate ausgeschaltet. So kann ich eine Triggerung für irgendwelche weiteren Stufen vornehmen. Ich habe jetzt den Vorverstärker hier einfach mal als Instrumentenverstärker missbraucht. Verstärkung auf mittlere Stufe eingestellt. Oben den Potti so, dass ich hier jetzt noch nicht ins Clipping komme. Und den Ausgang direkt mit einem Kabel rüber in den Mischer, sodass nichts weiteres drin ist. Und ich kann ihn jetzt einfach als Instrumentenverstärker benutzen. Am Patch habe ich nichts geändert. Was ich angepasst habe, ist lediglich die Verstärkung. Also hier mit dem Schalter auf die höhere Stufe gegangen und oben mit dem Potti so eingestellt, dass ich bei jedem Anspielen gleich ins Clipping komme. Das Clipping wird euch auch durch diese Leuchtdiode hier angezeigt. Ihr könnt anhand der Leuchtdiode auch sehen, ob ihr das Clipping sehr aggressiv eingestellt habt oder ob ihr nur die Spitzen ein bisschen abschneidet. Wie dann so ein verzerrtes Signal klingt, ich glaube, das kennen wir alle. Diesmal habe ich den Patch etwas komplexer gemacht. Fangen wir mal von vorne an. Der E-Bass geht in den Vorverstärker. Der Vorverstärker ist so eingestellt, dass wir nicht übersteuern. Der Ausgang des Vorverstärkers läuft auf den Eingang meines Filters. Der Filter ist relativ weit unten angedreht, keine Resonanz drin. Der Ausgang geht aber auch hier in den Envelope Follower. Ich kriege hier zwei Signale. Einmal eine Signalstärke, die ist abhängig von meiner Lautstärke, wie ich hier spiele. Diese nehme ich und führe sie zum VCA. Also ich regle über die Spiellautstärke an meinem Bass die Lautstärke am VCA. Der zweite Ausgang hier ist ein Gate-Signal, was immer erzeugt wird, wenn ich hier einen Ton neu anspiele. Dieses Gate-Signal gebe ich in meinen Envelope-Generator und mit meinem ADSR mache ich die Filterkurve immer mal kurz auf, dann wenn ich angespielt habe. Ich habe noch einen kleinen LFO auf die Frequenz gelegt, dass ich so ein bisschen Tremolo oben drauf habe. Ja, wie hört sich das Ganze dann an? Ja, ich würde sagen, probiert selber mal aus.